Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Total War Video. Auf diesem Kanal gibt es tatsächlich schon das eine oder andere. Das Ganze ist eine Produktplatzierung, weil ich das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ich werde tatsächlich in das neueste Spiel reinschauen. Weiß allerdings noch nicht genau, wo meine Kamera hin soll. Des Falls von Dynastien und des Aufstiegs von Tyrannen. Er hat zugesehen, wie Macht in die Hände von Personen fiel, okay, die dieser unwürdig waren. Okay, beeinflusst diplomatische Beziehungen, Glaubwürdigkeit wird in der Zeit wiederhergestellt, diplomatische Manipulation. Okay. Klingt für mich allerdings ein bisschen zu defensiv. Prinzipiell spielen wir die Kampagne. Wie viele Folgen kommen, das liegt von euch ab. Wenn es euch gut gefällt, werde ich hier zu mehr machen. Die erste ist, wie gesagt, eine Produktplatzierung, weil ich es halt kostenlos bekommen habe. Da ist allerdings jetzt gar keine Bedingungen dran geknüpft. Das heißt, wenn ihr mehr sehen wollt, werde ich mehr zocken. Ich werde jetzt mal eine halbe Stunde ungefähr reingucken. Erhöht euer Prestige, schafft Verwaltungsbewusstsein für eine, wird erhöht, wenn generell zufrieden ist. Zufriedenheit können wir der einzige in der Auftrag verwaltet werden. Spielst die Gemeinschaft, ist leider auch gar nicht meins. Oh. Ja, das sind natürlich jetzt alles schwere, ne? Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Das Chaos des Umbruchs ab. Die Han-Dynastie zerfällt vielleicht, doch ihr Gedankengut und ihr Erbe harren durch ihre vielen Abkömmlinge aus. Für Liu Biao hat seine Erblinie einen hohen Stellenwert. Okay, ich muss sagen, man hat auf jeden Fall mehr Optionen, als ich dachte. Vielleicht beginnen wir mal mit einem, der irgendwie normal ist. Ah, General. Bleibt standhaft auf eurem Weg. Das klingt gut. In der Kakophonie des sich ausbreitenden Chaos ertönt Gongsun San gleich. Okay. Ich gehe generell gerne für einen etwas kriegerischeren Weg. Oh, wir kriegen Katzi. Streut die Flammen der Verwüstung. Luo Yang brennt. Chaos breitet sich aus, nachdem die Eunuchen gestürzt wurden. Die Han straucheln mitten im Scheiterhaufen. Doch noch gibt es jene, die nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen. Gongsun San erwehrt sich des Tyrannen und lässt sein eigenes Feuer nicht erlöschen. Mit donnernden Hufen reitet er in den Krieg. China ist in Aufruhr. Okay. Das große Kaiserreich der Han, das schon Ewigkeiten überdauerte, wird von Korruption zerfressen. Die gelben Turbane hissten ihre Flaggen zu Tausenden in Rebellion und brachten Komtureien im ganzen Reich unter ihre Kontrolle. Als Antwort darauf erhoben sich kaisertreue Generäle und setzten dem Aufstand ein Ende. Okay. Okay, ich verstehe das Grundprinzip, das Setting, was wir hier haben, ist sehr, sehr geil. Zeit der Samurai. Das ist das Werk des Tyrannen. Wer? Welcher Tyrann? Dong Zhu kennt keine Gnade. Er ist Dong Zhu. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel Ahnung geschichtlich von der Zeit. Und hat damit die Han unter seiner Kontrolle. Er muss gejagt werden. Seine Verwüstung Chinas muss aufgehalten werden. Okay, ich weiß nicht, wie nah es an der Realität dran ist. Probleme, um die es sich zu kümmern gilt. Liu Yu ist weiterhin eine Bedrohung. Wenn er nicht die Stärke aufbringen kann, um seine Länder zu regieren, dann werde ich sie einnehmen und es selbst tun. Okay. Die Koalition stirbt. Es fehlt ihr an Einheit und Führerschaft. Es muss etwas unternommen werden. Lange habe ich China vor Feinden von außen verteidigt. Jetzt muss ich mal. Alter, okay, der Typ, den wir gewählt haben, ist auf jeden Fall ein krasser Ficker. Eure Kavallerie heult auf, Gongsun San. Und es ist Zeit für ihren wütenden Ansturm. Okay, ich werde auf jeden Fall auch einen Kampf machen, aber das, was ich bei Total War immer mit am meisten gemacht habe. Okay. Okay. Achso, okay. Okay, das, was ich bei Total War immer am meisten gemocht habe, ist dieser Mix. Also, dass du quasi. Okay. Das ist größer, als ich dachte. Oh, holy crap. Okay, das ist relativ groß. Okay.
Okay, ist dieser Mix aus einerseits rundenbasierten Strategiespiel und andererseits eben Kriegsmentalität. Ich möchte einmal ganz kurz wissen, wie es hier aufgebaut ist. Okay, das ist so ähnlich wie... dessen lokale Ressourcen von den Bezirken genutzt werden. Okay. Das ist das Prinzip, was die seit Rome Total War haben, na? Ich werde die Kamera hier noch ein paar Mal verändern müssen. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man quasi ganz viele verschiedene kleinere Plätze hat, wie wir zum Beispiel bei Total War, die man ausbauen kann, sondern man hat quasi immer 2 bis 3 Möglichkeiten, muss sich da dann entscheiden und kann sich da dann entscheiden, wo man den Schwerpunkt der Provinz quasi draufsetzen will. Bei einer Handelssiedlung macht es wahrscheinlich zum Beispiel Sinn. Okay. Staatliche Werkstätten oder sowas zu holen. Weil es 25% mehr aus Handel rausholt. Das sind so diese Kleinigkeiten. Wir haben hier wiederum... haben wir jetzt eine Missionsmarkierung, die uns halt quasi sofort zeigen soll, was wir machen sollen. Kräfteverhältnis ist klar gelegt. Wir haben den Feind angegriffen. Nun liegt es an euch, eure Streitkräfte zu befehligen und eure Feinde zu vernichten. Okay, ich werde einen Kampf spielen, um zu gucken, wie es ist. Ich muss ein bisschen auf die FPS aufpassen. Welch Wahnsinn also, fällt China. Das Feuer muss aufgehalten werden. Oder wir werden alle brennen. Das Volk leidet in lodernden Städten. Es reicht. Jahrelang habe ich China vor zahlreichen Bedrohungen beschützt. Wir sind quasi der ehemalige Verteidigungsminister, der einen Mental Breakdown bekommen hat und jetzt selbst an die Macht will. Okay, das hier ist das zweite Kernelement von Total War. Für alle, die es gar nicht mitkennen, aber ich denke mal, die meisten, die hier drauf geklickt haben, haben etwas damit zu tun. Es ist etwas Wunderschönes. Auch mittlerweile prächtig initiiert, muss ich sagen. Ich habe vor allem spiele ich gerne die alten Total War Teile. Das heißt, ich habe die schönen Seiten selten erlebt. Bin persönlich großer Fan von Kavallerie. Das Schöne an Total War ist, dass es sehr, sehr intuitiv ist, wenn man sich ein bisschen mit herkömmlichen Schlachten auseinandersetzt. Das heißt, Vorteile in der Höhe oder ähnliches sind tatsächlich auch relevant. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen FPS bei der Aufnahme droppen. Ich werde hier einmal die Grafik ein bisschen runtersetzen. Einfach nur, damit die Aufnahme nicht laggt. Ich glaube, das könnte sehr ärgerlich sein für euch. Und dann lieber ein bisschen auf Qualität verzichten hier. Wir hauen es jetzt mal nach da oben. Machen es ein Ticken kleiner. Okay, das Grundprinzip ist, dass wir hier unten alle unsere Units sehen. Wer bist du denn? Achso, wir haben 2 Helden, oder was? Warte mal, bist du wirklich eine Unit? Normalerweise war es immer so, dass der General für gewöhnlich noch eine Leibgarde dabei hat. Wir wollen... Oh, sehr cool. Okay, so kann man das machen. Den Bereich festlegen. Generell wollt ihr immer möglichst breit in den meisten Teilen ausstellen. Was seid ihr? Kann ich nicht ganz erkennen. Ihr seid Kavallerie, ne? Ich weiß nicht, ob die beschützt werden wollen oder nicht. Also die Axtkämpfer hier. Okay, ich denke mal, wir sollten... Wir machen einen simplen Aufbau quasi. Indem wir unsere Kavallerie einfach auf die Flanke stellen. Und ansonsten sehr gruppiert den Rest hinstellen. Ich hätte gerne einen Höhenvorteil. Ich überlege, ob wir auch einfach die Steine uns zunutze machen. Wir könnten zum Beispiel links davon aufstellen und dadurch quasi noch eine natürliche... noch eine natürliche Barriere nach rechts zu haben und deswegen deutlich schwerer von einer Seite anzugreifen sein. Ich denke aber, dass die hier eh wenig Einfluss darauf haben werden, wie der Kampf enden wird. Ich denke, hier hätte ich den höchsten Höhenvorteil. Ich werde hier einfach mich reinlocken. Im Normalfall ist die KI auch so... Oh, das merkt sich das nicht. Okay, weird.
Normalerweise kenne ich das so, dass quasi die einmalige Aufstellung sich gemerkt wird. Also, wie du die Bogenschützen vom Rest haben willst. Ja, viel Spaß, das anzugreifen. Also, da hätte ich ja überhaupt keinen Bock zu. Der Gegner muss quasi diesen Hügel hoch. Und währenddessen wird er von Pfeilen beschossen. Und unsere Kavallerie wartet quasi. Das heißt, wir müssen ja auch ein bisschen defensiver aufstehen. Wunderbar. Ziel des Ganzen ist jetzt, dass wir quasi erst mit der Kavallerie eingreifen. Okay, man sieht nicht mehr alles vom Gegner. Dann sollten wir die Lücke nicht so groß lassen. Wir sollten ein bisschen rüber marschieren. Nehmen nicht im Laufschritt. Entspannt. Entspannt hier? Ja. Das Grundprinzip ist immer, dass es sehr viele Dinge gibt, die Duellherausforderung. What the hell? Siegespunkte? Oh, okay. Was? Das Ziel ist quasi Moral ist das A und O. Ob deine Truppen weglaufen oder nicht, hängt im Endeffekt davon ab, wie happy sie sind. Was von sehr vielen Faktoren abhängt. Zum Beispiel, dass du deinen General dabei hast. Moral 55, Härte im Nahkampf, Nahkampfangriff, das ist alles fein. Hier oben wollen wir chillen. Ich guck gerade mal, ob wir irgendwas haben. Wachmodus wäre normal, aber ich glaube, wir brauchen das gar nicht unbedingt. Also wenn wir es richtig gesehen haben, hat der Gegner sich ja da hinten aufgestellt. Das heißt, es sollte an sich relativ easy sein. Ich werde den Kampf ein bisschen vorspulen. Weil wir ihn ja auf uns kommen lassen wollen. Vielleicht ist die KI auch so programmiert, dass sie nicht von selber angreift. Sieht schon schön aus, ne? Und die Schönheit des Kampfes. Muss ich den locken gehen? Muss ich meinen Hügel aufgeben? Flankiert ein Kampf. Gibt keine Maxlänge, ne? Dann lassen wir ihn mal ein bisschen laufen. Wir haben deutlich mehr Truppen, ne? Also wir könnten ihn auch Open Field angreifen, aber ich finde das, was ja auch immer so Spaß macht an den Total War Games, ist, sich zu überlegen, wie man am besten angreift. Warum rennt ihr schon wieder? Ah, da hinten sind sie. Der chillt einfach. Na gut, okay. Prinzipiell nie rennen. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel so darauf steht, zu rennen. Was habt ihr für eine Range? Wait, ist das eure Range? Ich kann eure Range nicht ganz einschätzen. Ah, Bruder! Was ist jetzt los? Okay. Duell! Okay. Ich kann schon mal ein Duell machen. Das würde ich ganz gerne testen. Ein Duell ist ein Zweikampf zwischen Generälen. Truppen werden das Duell akzeptieren und nicht einschreiten, sofern ihnen nichts anderes befohlen wird. Okay. Der Grüne ist unser. Die Frage ist, was steht am Ende des Duells? Reiß euer Herz raus! Auf meinen. Schweigt und sterbt. Unser Sieg rückt immer näher. Wow, okay. Okay, ich habe ihn. Ah, da wird er jetzt angegriffen.
Alter, das ist ja wohl mal das Dreisteste, was ich jemals erlebt habe. Okay, wir müssen ein bisschen aufteilen. Was wir jetzt machen, ist quasi, wir machen die zu unser 2. Und lassen die hier außen rumlaufen. Unser edler Kamerad wurde angegriffen. Na, er wurde nicht angegriffen, er hat angegriffen. Ja. Realitätsbezug bitte. Da, die Idee ist jetzt quasi, wir umlaufen damit seine Kavallerie und greifen seine Bogenschützen direkt an. Er hat jetzt ein Moralproblem. Ich habe seine Kavallerie jetzt doch nicht umritten. Na, das ist jetzt halt genau die Kernproblematik, die dadurch entsteht. Aber dadurch, dass die hier frontal einfach in die reinrennen können, ist das kein Problem. Ich muss sagen, Moral sieht man normalerweise, dass die Flagge sich ein bisschen verändert. Das sehe ich hier relativ schwer. Ist ein bisschen weird, muss ich sagen, dass man nicht genau mitbekommt, wie es jetzt unseren General geht. Okay, wir haben gewonnen. Okay, diese Duellmechanik ist ein bisschen weird, aber ich sehe den Vorteil, den man davon hat, später mit starken Truppen. Dass die Generäle allerdings alleine rumlaufen, ist schon mega weird. Aber wahrscheinlich hat das eher so ein RPG-Element dadurch normal. Lol, man kann erneut spielen, wenn man verloren hat. Don't do it! Verteidiger, entscheidender Sieg. Okay, okay. Jede Unit scheint auch ein Level zu haben. Das gab's schon bei Total War. Finde ich einwärts cool. Und das Schicksal derjenigen, die ihr im Kampf gefangen habt, liegt nun in euren Händen. Ihr könnt eure Reihen mit den verbleibenden feindlichen Soldaten füllen oder sie töten und somit verhindern, dass sie zurückkehren, um erneut gegen euch zu kämpfen. Ich weiß ja nicht, wie viele Truppen ich verloren habe, ob Nachschub jetzt Sinn macht. Ich würde es einfach mal machen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass es nicht so sinnig war. Militärvorräte habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, okay. Dies ist eine eurer Armeen, die eingesetzt werden kann, um Feinde. Auf kurz aus der überlegenen Zeit gesagt, Berater, knapper Sieg. Entsende 300, delegieren. Runden wir zur Kapitulation 5. Ah, gut, komm mal. Wir belagern es trotzdem. Die Idee quasi hinter der Belagerung ist immer, dass jemand extreme Boni bekommt, wenn er verteidigt. Und man das quasi darüber... Aha. Dass man das darüber auflösen kann. Und in der Zeit hat dann auf die Truppen verzichtet. Wupsi. Da haben wir unseren berühmten Leck pro Tag. Und bald war die Kamera wirklich überall schon mal. Warum ist das eine umkämpfte Comtu-frei? Achso, weil wahrscheinlich das der Oberbegriff davon ist, ne? Wir können halt hier upgraden. Was würden wir denn upgraden wollen? Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Wo steht das? Hier. Wir kriegen 500 pro Runde, okay, das ist ja schon mal gut. Nahrung haben wir kein Plus, Ernte ist okay. Okay, es gibt Jahreszeiten, das ist schon mal cool. Was habe ich denn hier überhaupt? Eine Poststation. Warum kann ich das nicht verbessern? Wir müssen es zur Kleinstadt machen. Gebäudeoptionen, Verbesserung, ich kann es abstufen, Ortschaft. Achso, ich dachte, das könnte ich bauen. Aber hier ist doch so ein Zeichen. Große Ortschaft, bauen. Ah, here we go.
Na gut, okay. Dann bauen wir das erstmal größer. Ansonsten kann ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Ich könnte jetzt hier noch die Charaktere angucken. Die sind beide im Kampf. Das sind Charaktere am Hof. Er sieht auch aus wie ein Kampftyp. Der Rest sind eher so Gelehrte. Ah, das ist, wie die Leute zu mir stehen. Unbedeutend, unbedeutend. Er ist stark. Okay. Man könnte diesen Prozess quasi jetzt beschleunigen, indem wir den halt nicht aushungern, sondern angreifen. Aber die Hoffnung ist quasi, dass er uns angreift und dass wir dadurch unsere Truppen schon, gerade am Anfang, gewidmet damit meist mehr. Sondern auch aus Gesetzen, Reformen und Familienangelegenheiten. Sie alle haben Einfluss auf eure Herrschaft und sollten beachtet werden. Aber jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich im Winter belagere? Das Aushungern würde schneller gehen, denke ich mal. 3 Runden braucht das, okay. Aber ich kann in der Zeit ja trotzdem was verbessern. Öffentliche Ordnung plus 2 ist nicht worth. Minus 4000 Bevölkerungswachstum. Wie viel Bevölkerungswachstum haben wir denn? Null. Das heißt, das Risiko, dass dadurch unsere Bevölkerung sinkt, ist tatsächlich gegeben, ne? Das zackt doch ein bisschen. Das ist so ein bisschen das Ding. Wenn wir jetzt hier eine Wehrpflicht hinbauen, dann schrumpft wahrscheinlich langfristig dieser Bereich hier. Na. Und dann kriegen wir halt empfindliche Strafen dafür. Aber das wäre trotzdem nicht so schlecht. Das hier würde 4000 geben. Achso, aber da sind überall noch die Dinger drin. Wo ist denn Forschung? Das habe ich irgendwie komplett verpasst bis jetzt. Okay. Da oben wird weiter belagert. Ich denke, wir ziehen das jetzt einfach durch, indem wir die einmal aushungern. Dann kann ich euch das nämlich noch zeigen. Ja, normalerweise blinkt auch dieses Runde beenden immer ein bisschen auf, wenn man nichts machen kann. Das hier. Amt des Herrschers ist ein äußerst komplexes. Und ein kluger Anführer holt sich lieber Rat, anstatt stolzen Mutes im Dunkeln zu tappen. Oh, oh. Sollte sich ein Aspekt eures Königreichs eurem Verständnis entziehen, so braucht ihr nur um eine Erläuterung zu bitten. Okay. Holy shit. Ich habe ein Fraktionserbe, okay. Ah, Fraktionsrang erhöhen, etc., etc. Wer von euch ist denn useful? Du. Aber dann habe ich ihn ja wahrscheinlich nicht mehr als General. Ja. Oh, das ist tricky. Okay, das ist aber ein cooles Element. Sind wir alle noch Level 1? Das ist als Spione nicht schlecht, ne? Wie kann ich dienen? Kein Wunsch nach höheren Ämtern bis Rang 4. Okay, aber ich denke, es ist relativ gut, hier frühzeitig anzufangen. Oh, da ist meine Frau, oder was? Upsi. Nee, Hofadliga. Kann ich euch befördern? Ich kann ihn adoptieren. Ich habe nicht genug Geld, um ihn zu adoptieren. Okay, das ist crazy, aber geil. Reform.
What? Nächste Reform in 1. Ich probiere einfach mal in die Richtung zu gehen und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Holy shit. This is some good shit. Okay, aber wo kann ich Truppen bauen? Vielleicht kann man Truppen nur bauen, wenn man einen General in der Siedlung hat. Na gut, okay, wir werden noch zwei Runden wegsimulieren. Wir können aber gleich einmal Reform machen. In den meisten Fällen würde ich jetzt hier einfach reinmarschieren, ne? In ganz China werdet ihr mit einem Rang belohnt, der eurer Macht angemessen ist. Eure Optionen und Ressourcen wachsen zusammen mit eurer Autorität. Um eure Prestige steigern zu, müsst ihr Territorien erobern, Gebäude von eurer Stufe errichten, den Kaiser kontrollieren. Ah. Okay, das ist bald fertig, aber jetzt, wie sieht's aus mit den Reformen? Wahrer Ehrgeiz bedeutet nicht, den großen Verdiensten der Vergangenheit gleichzukommen, sondern vielmehr auf ihnen aufzubauen. Reformen schaffen neue Praktiken, militärische Taktiken, Philosophien. Okay, das ist wirklich faszinierend, ne? Ich habe quasi dadurch jetzt Bevölkerungswachstum. Steuert das für Landwirtschaft? Ah, damit kann ich Gebäude freischalten. Das ist jetzt nicht so wichtig. Militärvorräte weiß ich ja nicht, noch nicht genau. Ausgleichslager. Zufriedenheit für alle Streiter. Aber hier können wir Kavallerie freischalten. Das ist für uns halt wichtiger. Da oben sind es noch zwei Runden. Das hier sollte ja gleich mal fertig sein. Danach können wir da endlich mal weitermachen. Das heißt, die zwei Runden machen wir auch noch fix. Damit wir aber zumindest die Kapitulation da sehen. Wait. Genießt einen Moment. Okay, ich... Ich würde trotzdem gerne wieder... Warum bist du unzufrieden? Personen, die sich für eure Sache engagieren, erhalten mit der Zeit Erfahrung, fördert ihr Wachstum und ihre Entwicklung. Auf diese Weise erhaltet ihr Vorteile. Er war doch jetzt unzufrieden, oder habe ich das falsch interpretiert? Warum? Fehlende Aufgabe. Ich würde dich gerne zu meinem General machen. Kann ich das? Mitgefühl mit dem Schwachen. Dafür kann ich jetzt nichts. Okay. So, wir haben aber jetzt zumindest... Die Anzahl der Gebäude, die ihr in einer Siedlung errichten könnt, ist abhängig von ihrer Größe. Erweitert eure Komtureihauptstädte, um Platz für zusätzliche Gebäude zu schaffen. Ich würde einfach das Bevölkerungswachstum jetzt brutal weiter durchhebeln. Um damit quasi langfristig durchzukommen. Das Ding ist, wie kann ich dich glücklich machen? Fehlende Aufgaben, ich verstehe das Grundproblem.
Aber wenn ich den jetzt da hinstecke, wird er wirklich froh? Oder kann ich den einfach zum General machen? Ich würde halt viel lieber den nutzen, um Units zu bauen. Aber zumindest steigt jetzt hier die Bevölkerung, das war ja das Ziel. Aha! Der von euch ernannte General hat eine neue Armee aufgestellt. Sehr gut. Rekrutieren. Was hast du denn dabei? Berittene Lanzenmiliz. Ich verfüge nicht über ausreichend Geld, weil ich mein komplettes Geld jetzt dafür investiert habe, dass der junge Mann da auch mal was machen darf. Aber das scheint es mir absolut wert. Was wir mit dem jetzt machen, denn diese Runde sich scheinbar nicht bewegen darf, for some weird reason. Ganz gleich, wie treu eure Soldaten auch kämpfen. Ja. Okay, jetzt müsste der Gegner da hinten aufgeben. Euch steht ein Kampf bevor. Das heißt, er schickt seine Achtet auf Renten die Gruppe raus. der Truppen Dementsprechend ist aus jetzt ein der entscheidender Einheit Sieg statt ein delegiert. knapper Sieg, der es am Anfang gewesen wäre. Befehlt Dementsprechend kann werde ich den einfach angenommen. delegieren, weil er quasi seine Verteidigungsposition aufgeben muss. Ansonsten hätte er einfach verhungert. Und wir haben 35 verloren. In dem Fall verlangen wir Lösegeld. Befreit die Gefangenen! Weil wir ein bisschen mehr Geld wollen, um neue Leute zu rekrutieren. Manche Gebiete werden eure Armeen dezimieren, was an ihrem Nachschub zehren wird. Plündern, Siedlungsschiff wird verringert. Ja, wir wollen das besetzen. Okay, ich muss sagen, das ist quasi so ein Mini-Chip. Hoppla, ein Mini-Tutorial hier, ne? Wir wollen das reparieren. Ah, und wir wollen da eine Sache bauen. Das Ziel ist, dass wir die Units wieder hier hinziehen. Und mit denen da diese neue Siedlung erstmal bewachen. Das Ding ist, öffentliche Ordnung ist immer ein Problem, aber der muss prinzipiell jetzt erstmal chillen. Und seine Truppen wieder aufbauen. Okay. Ja, das kriegen wir aber ja hin. Wir werden keine Schritte gegen euch unternehmen. Ich weiß ja nicht genau, wo die sind und ich kann es jetzt auch nicht genau überprüfen. Ich habe leider jetzt nicht ganz verstanden, ob der Handel auf beiden Seiten beruht. So werdet ihr brechen. Na gut. Da scheint die Konsequenz daraus zu sein. Euch wurde der Krieg erklärt und eine gegnerische Macht erhebt die Waffen gegen euch. Ja. Okay, das hat wieder funktioniert. Das heißt, Wirtschaft wächst. Dreizehn Einheiten, das zwei brauchen wir. Ha. Okay, ich muss sagen, diese kleinen Minimissionen sind sehr, sehr cool. Ich hätte hier gerne noch ein. Okay, die Unit scheint ziemlich fucking strong. Mehr können wir jetzt gerade kaum leisten. Das heißt, wir haben nochmal Bogenschützen-Miliz rein. Die haben wir nämlich scheinbar auch verloren.
Hier oben bewacht da den Bereich. Mit wem haben wir jetzt Krieg? Mit einfach allen, oder was? Ist Rot Krieg? I guess so. Ich denke mal, der Gegner wird aber auch zu uns kommen. Ja, Leute, das war der erste ganz, ganz kleine Teil der Mission. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann werde ich es machen. Ansonsten, Total War immer wieder ein Vergnügen. Ich muss trotzdem sagen, neue Total Wars anzuzocken ist immer so ein bisschen tricky, weil es einen doch ein bisschen überfordert am Anfang. Ich muss auch sagen, die ganze Zeitgeschichte, von der habe ich extrem wenig Ahnung. Ist allerdings natürlich trotzdem eine sehr, sehr spannende. Und dementsprechend, ja, lasst mir einfach euer Feedback da. Ich werde das Ganze hier einfach speichern. Auf geht's. Oh, okay. Auf geht's. Und ja, lasst mir eure Meinung da. Und ansonsten gibt's natürlich heute Abend wieder TFT. Tschüssi.